Axel Rohde. Hey, cool, dass du gerade filmst. Das finde ich total toll, weil du filmst eigentlich nie. Aber hättest du nicht Lust, einfach dein Leben zu quitten und mein Kameramann für die Weltreise zu werden? Willkommen hier in den heiligen Katakomben des BMW Gurus, Valentin Müller. Ja, ich muss das einfach sagen, weil ich es einfach so lustig finde. Ich hatte eher gesagt in der Anmoderation. Ja. Ho, ho, ho. Bald ist wieder Weihnachten. Da ist der Aufkleber. Ja, genau. Darum geht's. Schaut mal her. Also ich befinde mich hier in dem Mekka der Influencer-Szene, wenn du tatsächlich einen Platz findest. Jeder Aufkleber, der auf dieser Tür ist, hat eine gewisse Geschichte zu erzählen, sei es vom Timothy, stimmt, sei es vom Joel, The 800s, ja, Stefans Hobbygarten, die GS-Trophy-Sachen, Enduro-Action-Team, Pegaso-Reise, SWMotec. Alex Chacon, Conquer the World, Tim Unbescheids, generell die Unbescheids und natürlich die Pässe und die Sachen, die man Adventurist? Fand. Die waren auch schon Adventurist da. Himmelsrichtung, ach, der war auch schon da. Himmelsrichtung. Unser Marc. Na klar. Ja, genau. Und so. Deswegen kommt jetzt noch ein weiterer Aufkleber dazu, nämlich der von den Biker-Freunden Osthessen. Ja. Ja, schon lange. UV lichtbeständig, also da kannst du auch die Sonne raufstrahlen. Wir können sogar die Tür mal nach draußen stellen. Das hebt sich schön ab. Hier. Nein, nein, hier. Da stinkt es meistens mal da unten. Ja, das stimmt. oft ja, also rot ist ja immer Gefahr, weißt du? Guck mal. Ach, super. Dann, also toll, dahin? Das sieht super aus. Und vor allem wirklich nah am Zentrum. Ne? Also finde ich super. Richtig. Vielen Dank. Dass du es wahrgemacht hast. So ich hätte es nie geglaubt, dass ich mal hier bin. Hier. Ja, total irre. 450 Kilometer bei 37 Grad mit 36 Stunden ohne Schlaf. Ja, und so sieht es aus nach der Türkei-Reise. Ja, Uschi 6.0. Ja, da sind natürlich auch wieder ein paar Schrammen dran. Das gehört sich eben so. Hier sind wir endlich im Enduro BMW GS Eldorado. Und guck mal, eine Triple Black. Ich dachte, ich war die Einzige in Deutschland. Die sieht ja auch nagelneu aus. Die hat die 10.000 noch nicht geschafft. Oh! AliExpress lässt grüßen. Also ich bin auch gerade erst angekommen und hier gibt es jede Menge neue Gesichter. Und ihr seid schon da. Das GS-Mecker, kann man schon sagen. Ne? So viel Gessen gibt es ja nur auf einer Motorradmesse normalerweise. Krass. Jetzt so ein paar Dinge einfach mal hört, sie euch für euch abspeichert und in 4 Tagen habt ihr das alles im MFF. Aber das ist auch schon morgen ganz gut geklappt. Da geht es zum Beispiel schon darum, wie parkt man sein Motorrad, wann geht es morgens los, wie sieht das mit dem Pausestopp zwischendurch aus und so weiter. Wer bezahlt die Rechnung? Alles muss seine Korrektheit haben. Denn wir kommen nur einmal hierher und alles ist eine Frage der Optik. Und ich glaube, also ich finde, das sieht sehr, sehr gut aus. Ich hoffe ja nicht, dass uns der Regen ereilt, denn hier haben wir die Gruppe Axel, habe ich gehört. Ja. Die Gruppe Axel, wir wollen morgen zusammen donnern und wir sind eine ziemlich bunte Truppe. Wir haben uns ja eben gerade so ein bisschen vorgestellt, wobei wir sind noch nicht bei dir. Du hast dich ja rechtzeitig ausgeklinkt. Und ich bin mal neugierig, welche Pässe wir erleben. Also ein paar Pässe. Oder eigentlich fast alle Pässe kenne ich gar nicht. Ja, aha, das wollte ich hören. Also, falls ich mich verfahre, dann schreist du hier, links weg, links weg. Ich möchte, der größte Wunsch für mich auf dieser Reise wird sein, den Großglockner zu besteigen. Also die Edelweißhütte, die Edelweißspitze bei Sonnenlicht. Nicht im Nebel, ich will in die Ferne gucken. Axel, ich habe auch einen Wunsch. Ja. Ich hätte 2 gleiche Arme. Ja, sagt der Regenwurm. Was war dein Wunsch? Also mein Wunsch ist, dass dieses Team sich total zusammenschweißt. Genau, und dass wir mal ein paar Pausen machen, wo wir ein bisschen Smalltalk haben. Ein paar Fotos machen, das haben wir eben gesagt gehabt. Ja, ich bin gespannt, was wir am Ende sagen werden. In diesem Sinne,
Schnitt. Ja, der 21. Juli ruft. Wir sind am Start. Noch nicht vollzählig? Nein, noch nicht. Aber ich hörte, der eine oder andere hatte schon guten Schlaf. Hervorragend. Wahrscheinlich, ja. Oh mein Gott, diese Axel Rode. Also, wer ihn nicht kennt, das ist der Walle Müller. Steht drauf. Es ist so, wir warten auf die Mannschaft, denn in einer Stunde geht's los. Ja, wir hoffen mal, wir hoffen, dass die Stunde schnell vorbeigeht jetzt. Und insgesamt werden wir viele hundert Kilometer unterwegs sein. Also die 1000 werden wir schaffen. 1200 sind geplant. Ja, da ist der nächste am Start. Wir sind sehr GS-lastig. Aber ich bring Farbe hier rein. Einer muss wieder aus der Reihe tanzen. So, die Varadero. Ein tolles Fahrzeug, ja, ein Eisenschwein, schwer, komfortabel. Das Geile daran ist diese tolle Sitzbank, auf der du praktisch eine ganze Familie drauf Platz lassen kannst. Das ja. ist die fahrende Couch. Happy Birthday, liebe Caro. Happy Birthday to you. Alles Liebe und Gute zu deinem Geburtstag. Danke, dass du an deinem Geburtstag sogar bei so einer Geschichte hier mitfährst. Da gibt es was Schöneres? Eigentlich nicht. So. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, liebe Oma. Happy Birthday to you. Juhu! Du bist schon überall gewesen, eigentlich. Dieses Jahr, also ich komme gerade der Hose entsprechend aus Hechlingen. Ah, okay, genau. Sehr staubig und warm. Das erste Mal da gewesen? Ich bin ja noch nie da gewesen. Dritte Mal schon. Ja. Hechlingen. Schöne Grüße soll ich natürlich bestellen. Vielen Dank, das ist total lieb. Wir treffen uns jetzt im Motorradfahren, die anonymen GS-Fahrer, weil GS gibt es nicht so viele. Deswegen haben wir uns hier versammelt. Und der Herr Rode macht nämlich jetzt die Kamera aus und kümmert sich um das, was er machen muss. Seine Gruppe nämlich zusammennehmen und nochmal kurz erklären, wer in welcher Reihenfolge und wie es hier heute richtig dynamisch zur Sache geht. Also, so, Motor an, es kann losgehen. Die Route ist drin, das sieht gut aus. Ja, der erste Schwenk wird rechts sein und dann sind wir schon auf der Hauptstraße Richtung Süden. So, 9.34 Uhr und wir haben unseren ersten schönen Spot gefunden, nämlich Waging am See. Da hinten liegt er und da hinten sind die Berge und das ist ein wunderschönes Panorama und es ist noch trocken, hey. Ah, ein hübsches Sträßchen Richtung Bad Reichenhall und in wenigen Minuten, wenn ich richtig gucke, nämlich da unten auf der Ecke, habe ich den Walle vor mir. Entweder machen die da einen kleinen Stopp für ein Foto oder sie haben eine Padde, man weiß es nicht. Aber wir werden sie gleich wiedersehen. So, und wie gesagt, da ist die Mannschaft. Yeah, yeah, yeah. So, das war Runde 1. Muss Blut sein. Also diese, wir werden viel Blut verlieren anscheinend, haben sie gesagt. Also irgendeinen fetten Brummer haben wir mitgenommen. So, und das war jetzt unser erster Stopp. Wie viele Kilometer haben wir gemacht? Guckt einer zu, wer macht hier Real Life? Real Life? Der zeichnet auf, der trackt. Du? Sehr gut. So, hier sind wir am Obersalzberg. Bekannt, ja, aus der Weltkriegsgeschichte. So, und hier ist die Mautstelle. Ja. So, ich muss mal Bilder machen. Fotos. Oh. Wo ist meine Kiste? Ach, da vorne. Ich verliere die Überblick hier. So. Der Kassenautomat. Und du kommst nur mit Ticket durch. Yeah!
Ja, ja. Berchtesgaden. So, willkommen hier. Ja, der Obertauern kommt ja jetzt erst um die Kurve, glaube ich, da hinten rum. Aber seht das Schild. Wir sind sozusagen auf den Spuren unserer Skifahrer. So, und dann ist es doch passiert. Kurz vor unserem Ziel, wir haben jetzt glaube ich 16 Uhr, wird es mal nass. Dicke Tropfen erwarten uns hier jetzt auf einmal. Ich weiß nicht, wo es herkommt. Oh, habt ihr noch Plätzchen frei? Ah, da ist wieder so einer. Dann mal die Maske aufsetzen und Bauch einziehen. Los geht's. Hallo. Hier lang. Komm hier, Reifen und Reifen. Tag 1. Nein, es war ein ruhiger Anreisetag mit etwas Regen zum Schluss, aber es war heute alles dabei. Von der langweiligen geradeaus Bundesstraße bis hin zu sehr kurvigen Kleinstraßen. Aber morgen gibt es kein langweilig mehr. Morgen gibt es nur noch Kino auf Großleinwand mit Feuerwerk. Unbedingt. Und natürlich kein Regen. Gut. Ja, und das ist hier der Rezeptionsbereich. Auch sehr, sehr gelungen. Sehr geschmackvoll und eine Gams, die dich hier sogar begrüßt. Toll. Hey, die hauseigene Bar, auch sehr, sehr hübsch. Ja, wer Walle-Touren bucht, der weiß um die Exklusivität mancher Hotels. Wie zum Beispiel Raum 306, in dem wir heute nächtigen würden und ich ja fast schon Komplexe bekomme. Weil so schön sieht das bei mir zu Hause leider nicht aus, mit so viel Glas. Und das ist auch noch sauber und nicht verkalkt. Und hier gibt es sogar eine separate Dusche, weil dieses Zimmer nämlich 4 Betten hat und nicht nur 2. Und das ist Holz, Laminat und ja, Andi, also ich muss sagen, das ist schon ein feines Ding. Das ist schon ja, Tamsweg. So sieht das aus. Wir sind hier mittendrin in der Stadt, Ort, keine Ahnung. Ja, ist ein bisschen größer. Und das Schöne ist hier dran, guck mal, wir haben hier sogar ein Willkommensschild auf einem verrückten Bike, auf dem ich niemals draufsetzen werde, um in die Alpen zu fahren. Aber trotzdem cool gemacht. Ja, und unweit hier habe ich sogar eine eigene Bar. Ja, und jetzt ist der Regen schon wieder da. Also ich meine, es kann heute Nacht regnen ohne Ende. Von mir aus auch in der Sauna. Duschbereich, Caldarium, also Dampfsauna. Dann hier Infrarotkabine. Dann hier ein bisschen was für die Mädels. Ja. Und dann die finnische Sauna 90 Grad. Und dann kommt hier hinten der Bereich der Relaxing Zone. Guck mal, hier gibt es sogar Äpfel. Ja, wenn das nicht mal eine Portion ist, da bin ich ja sehr bescheiden heute unterwegs und sieht trotzdem geil aus. Also, wenn das so weitergeht, verspreche ich euch, ich wiege in einer Woche 5 Kilo mehr. Happy Birthday to you, Happy Birthday to you. So, einen schönen guten Morgen am 22. Juli 2022. Es ist hier soweit, zweiter Tag und wir haben hoffentlich alle gut geschlafen. Dort oben, bei mir war es ein bisschen warm im Zimmer, aber es war sehr, sehr ruhig. Und ihr seht, ja, es hat auch geregnet gehabt die Nacht. Und ihr seht auch den Nebel dort, der sich hoffentlich, naja, nach Erfahrung eigentlich verziehen sollte. So, Saal Leonard. Aha, so sieht der aus. Und hier können wir jetzt frühstücken. Wow, grüß Gott. Die
Ursel, du kennst ja alles im Prinzip. Ja, du warst in so vielen Hotels schon auf dieser Welt, aber das ist eine Prosciutto-Maschine. Jetzt muss man erst mal sehen, wie wird das überhaupt geschrieben, Prosciutto? Ne? Da, Prosciutto. Also das ist italienisch, glaube ich, oder? Prosciutto. Ja, oder so, Prosciutto. Ja, genau, so ist es richtig. Ja, pass auf, das ist eine Maschine und die ist ein Highlight. Also hier muss man drehen, damit sich das scharfe Ding dann auch dreht. Und da hinten musst du dran drücken, damit das Fleisch dann da reinfällt. Und das probieren wir jetzt mal. Jetzt würde ich dich mal bitten, vielleicht mal kurz das Handy zu halten. Ja. Also pass auf, das ist ein Highlight. Also wir haben hier die Möglichkeit, das zu vollenden. Und hier dreht sich jetzt, guck mal. So, jetzt will ich hier lang. Achtung, jetzt pass auf, es geht ja los. Das ist nicht so einfach. Da muss man schon ein bisschen gezielt unterwegs sein. Achtung. Du musst multitasking-fähig sein. Ja, das stimmt. Alle beiden Gehirnhälften einschalten. Und jetzt ist es rechts und links. Die Scheibe gewesen. Ja. Das reicht mir. Also ihr habt es gesehen. Ich weiß nicht, was es kostet, aber es sieht spektakulär aus. Eine geile Sache. Dankeschön. Ja, sehr bescheiden heute unterwegs. Stärkung ist angesagt. Trinken, trinken, trinken. Gegen 9 Uhr ist wieder Bewegung angesagt hier auf unserem Parkplatz. Und es gab noch ein Highlight zum Ende. Ist das richtig, Andi? Zeig mal her. Absolut, absolut. Man hat uns so lieb gewonnen. Oh, wir haben sogar noch Schocke bekommen. Ja, geil. Nicht warm werden. Aufnahme. So, einen schönen guten Morgen. Erneut 9:01 Uhr. Wir haben eine kurze, kleines Preview gemacht. Gruppe 2, 1, 2 startet jetzt. Eine kleine wie Volker macht heute in Gruppe 2 mit. Ich krieg den Klaus mit dazu. Und dann starten wir jetzt gemeinsam los auf die nächste Hatz. Daniel ist dabei. Eugen ist dabei. Und dann schieben wir uns einfach ein bisschen nach vorne. So, der Klaus. Das ist der Klaus, der neue Wingman. Servus. Macht's gut. Ciao, ciao. Und dann geht's raus hier. Ja, schön war das, muss man sagen, das Hotel. Das war ein edles, exklusives Ding. Auch das Frühstück war sehr, sehr abwechslungsreich und bunt. So, hier haben wir ein richtig schönes Stück. Es hat heute Nacht viel geregnet. Auch in der Region sind Muren abgegangen. Deshalb sieht man hier immer wieder bei den Flussüberfahrten noch sehr aufbrausendes, dreckiges Wasser. Aber was ich jetzt eigentlich sagen wollte, ist, dass dieser Streckenabschnitt nicht nur schön gefahren ist, sondern auch die Sonne lacht uns zu. Das heißt, wir sind jetzt über den Wolken vom Tal her, wo der ganze feuchte Kram hing, und jetzt klart es auf. Hey! Jeeha! Was sind wir hier? Franzenshütte. Hochofen. Aha. Museum. Ach, so schön hier der Abschnitt. Das Licht, wie es hier reinfällt, der Nebel. Da müssen wir naufi, auf den Berg. Auf den Berg müssen wir naufi. So, die Kühe sind auch da. Okay, was für ein schönes Tal hier. So, und hier haben wir die zweite Mautstation in diesem Trip an der Nockernstraße. Ja, also, Traumwetter haben wir. Wer hat das bestellt von euch? Hä? Alle aufgegessen. Habt ihr keinen Regentanz gemacht gestern? Super. Gesperrt. Was? Ja. Bist du verrückt? Was ist los? Was? Irgendwas wird gesperrt? Bis Mittag? Warum? Irgendwas mit Sperrung, hat die gesagt. Bis Mittag. Wir haben doch keine Zeit. Das heißt, wir fahren jetzt die komplette Strecke wieder zurück in den Ort, wo wir herkommen. Wo wir gekommen sind. Ja, wahrscheinlich. Warte mal. Wir Da wäre es reingegangen, Leute. Ja, genau. Vorne die Sperre. Der Valentin ruft jetzt ein Hotel an im Bereich Thurauer Höhe, die uns hoffentlich sagen, dass wir weiterfahren können. Mal gucken, ob wir Glück haben. Das heißt aber, man kann, wenn man von Nord nach Süd fahren will, also von Ihnen nach Italien, und man kommt aus dem Norden, kann man durchfahren oder ist gesperrt? Und wo ist gesperrt? Südlich von Ihnen, nördlich von Ihnen? So, hier fahren wir das Nassfeld hoch. Ist das wichtig, Handy? Bestimmt. Ja, bestimmt, so heißt das hier, glaube ich. Ich habe keine Zeit, die Schilder zu haben. Ach so, okay. Auf jeden Fall sind hier ziemlich viele Schlaglöcher und Bitumenstreifen. Aber wir sind jetzt wieder alle zusammen, nachdem ein paar Fahrzeuge hier oben uns aufgehalten haben. Und wir versuchen jetzt hier die Ideallinie zu finden. Also ich merke natürlich, dass jetzt mein Stollenreifen ganz schön arbeitet. Ne? Also Sonnenalbe, Nassfeld, das ist hier oben. Hier machen wir jetzt den 180 Grad Turnaround.
Ponteba. Passo Pomolo nasce Ponteba. Das heißt, wir sind jetzt hier in der Grenze. Ah, und hier werden die Selfies schon gemacht für die Influencer. Servus. Und da stehen unsere Truppen. Und das ist ein schöner Spot hier für die Wohnmobile. Guck mal an. Ja, wir sind da. Nassfeld. Dieser See mit dir und dem blauen Himmel. Sieht spektakulär aus, das Bild. Ja. Ja, Andi, was sagst du denn dazu? Einwandfrei. Ja. Es geht jetzt, das Wetter passt, die Kurven passen. So, wer war denn jetzt der Nacktbader? Nassfeld. Ja, warum es Nassfeld heißt, seht ihr ja. Einkehrschwung, unsere Mittagspause sozusagen. Was könntest du heute jetzt empfehlen hier? Wir nehmen die Spaghetti Aglio e Olio. Ja. So, der Klaus und ich haben jetzt uns für die leichte Kost dann entschieden. Ihr seht also hier einen frischen Salat mit einer Soße. Was haben wir noch hier? Aha, vielleicht riechen wir mal dran. Ein bisschen Brot dazu, das reicht uns. Ja. Schöne Asphalt hier gerade. Es gibt immer wieder wirklich schöne Ecken hier. Ja, und vorhin hatte ich zwei Situationen, in denen hier die Italiener mal die Vorfahrt nehmen oder in den Gegenverkehr reinkommen. Das ist dann weniger lustig, das sind dann diese Schreckmomente, die ich ja gar nicht brauche. Naja. Aber die gehen ja zum Glück meistens immer gut aus. Freunde, nächster Stopp nach unserer letzten Geschichte. Und Daniel hat das Schnabeltier-Team mal kurz verlassen und das Kleinohrhase-Team, ach nee, das ist ja ein Elch, und hat mal beim Walle geschnuppert am Auspuff. Und schaut mal da. Guck mal, das sind das E-Fahrzeuge. Wow. Die Fußballer, das war der FC Bayern. In Sella heißt dieses Restaurant und es ist verdammt warm. So warm, dass es läuft aus allen Poren. Also 40 Grad hatten wir da unten im Tal gehabt. Waldbrände haben wir gesehen gehabt. Glutnester, Löschflugzeuge, Bäche, die völlig leer waren, wo nur noch Staub praktisch zu sehen ist oder Steine. Also eine Katastrophe. Der Klimawandel ist da und wir tun unseres mit unseren dicken Maschinen, dass dieser beschleunigt wird anscheinend. Oh je, habe ich das gesagt? How dare you? Ich habe schon wieder angefangen zu schwitzen, ihr auch? Oh, ja. Ja? Servus, alles zusammen. Nee, du hast ja auch ein Stirnband auf, du kannst ja gar nicht schwitzen. Ja, ja, das habe ich gehört, dass die Gelsen sowas haben. Da habe ich wieder gespart am falschen Ende. Was hast du? Ich habe keine Klima. Ach so, ja, die meine ich schon. Wir haben so einen T1-Roller mit so drei Lüftern drin, weißt du? USB. Und dann denke ich, haben wir eine Eisbox-Gruppe da, weißt du? Ja, ja. Das ist ja geil. Ja. Sonne und Regenschein pur, das ist auf der Walletour. Und heute haben wir nur 40 Grad. Ist das nicht irre? Ich schmieds sogar. Ah, du machst mich sexy Eis mit Sahne. Sexy Eis. Vanille. Oh, die Latte. Die Latte hatten wir schon gestern in der Sauna gesehen.
Wir haben hier einen Top-Fotografen, der noch nicht mal was dafür haben will. Also so eine italienische Freundschaft, die wünsche ich mir hier. Und die finden wir nur hier in diesem tollen Bergdorf, dessen Namen wir noch gar nicht kennen. Aber da schauen wir jetzt gleich aufs Schild drauf, ne? Ihr seht so super aus. So, ein wunderschönes, exklusives Hotel von außen. Ja, herzlich willkommen am Ziel. Schaut mal, wie hübsch das hier ist. So, heute Abend steht ein Menü an, schaut mal. Das ist die Vorspeise. Und da wird noch ganz viel mehr passieren. Es gibt auch Wein und Bier dazu für einen Pauschalpreis. Ja, eigentlich wollte der Axel heute noch eine kleine Sundowner-Runde fahren. Aber ich glaube, wir werden hier versacken. Es ist leider so. Jeder ist um diese Uhrzeit noch unterwegs, telefoniert mit der Familie, genießt ein bisschen hier das Ambiente. Und es ist ja auch wirklich schön, muss man sagen. So, und um 0 Uhr ist es jetzt endlich vorbei. Es wird ruhiger am Pool. Ja, hier ist es im Gegensatz zu gestern Abend klimatisiert hier drin. Das heißt, wir haben deutlich unter 40 Grad. Also nicht wie draußen. Und das ist das Bad hier. Sehr, sehr hübsch. Aber nicht mit LED-Beleuchtung. Ne? Also das geht ja gar nicht hier. So, wir sagen jetzt gute Nacht. Wir haben nämlich 0.36 Uhr. Alter Vater. Guten Morgen. An Tag 3 um 6.45 Uhr. Tatsächlich schon. Keiner ist im Pool. Warum? Tja, anscheinend sind die meisten schon erholt und schlafen heute etwas länger. Um 7 Uhr ist Frühstück angesagt und dann geht's ab wieder auf den Berg Richtung Norden. So, heute wird es etwas überschaubarer, aber trotzdem niedlich hergerichtet. So, da geht es auch schon los. So, es geht los. Die Maschinen werden in wenigen Augenblicken starten und dann geht's ab. So, da verlassen wir diese tolle Anlage und haben jetzt eine Strecke von 316 Kilometer vor uns bis zum Großglockner. Ja, dann sage ich mal, genießen wir die Fahrt jetzt. Jawohl, das machen wir. Danke. Eben so. Andy, guck, das ist die Po-Ebene und da hinten ist Venedig. Siehst du es? Da hinten. Ganz hinten. Also ganz schön diesig hier. Ganz schön diesig. Okay. Dann sagen wir mal tschüss, italienische Po-Ebene. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Jetzt sag mir, auf welchem See wir sind. Am Lago di... richtig! Die Verbindung grad schlecht. Genau. Das ist doch natürlich Konzentration, ne? Wenn man da so 1000 Spitzkernen umfährt. Ja, ne? Ja, da gehört ja was dazu. Das ist nichts für hier Weicheier, die keine Coronis genau haben. So.
So, okay, mein Freund. Da ist eine Baustelle, da fährt der Walle hoch und ich versuche das mit deiner Maschine jetzt. Gerne. Achtung, es geht los. Das war schon. Das war schon. Das ist ja gar nichts. So, die nächste. Yay. Yeah, yeah. Das war eine tolle Abfahrt mit euch hier. Super cool. Und weiter geht's. Wie geht's euch? War das nicht eine geile Hatz da hoch wieder? Ja, so eine Spitzkehre da, einen nach der anderen. Super geil. Also was immer auffällt bei solchen Touren mit Herrn Rode ist, der Typ ist ungefähr von morgens bis abends einfach nur dauerhyped. Also wenn ihr jetzt dieses Video sehen werdet, lasst ihm auf jeden Fall einen Daumen nach oben, ein Abo und ein Like und einen Kommentar da. Aber seid nicht so streng mit ihm, liebe Keyboard-Cowboys. Haltet euch ein bisschen zurück, auch wenn er viel redet. Ich rede nicht ganz so viel, aber auch viel. Und genießt einfach nur diese positive Stimmung. So, Leute, Bella Italia. Oh, lala. Die Astronautenausbildung wird hier trainiert. Schaut über den Sauresee. Willkommen am Plökenpass. Hat jemand geguckt, wie hoch der Plökenpass liegt? Also der Plökenpass wird mit Pö geschrieben. Ja, das Gewitter kommt auch irgendwo. Also so sieht es hier aus. Also eigentlich für einen Plökenpass sieht es ziemlich hässlich aus. Aber wir haben vom Walle gesagt bekommen, wir sollen irgendwas trinken. So, Motor aus. Willkommen in der Garage hier. Vom Tauernstern, dem neuen Hotel, in dem wir heute nächtigen werden. Und der Walle ist natürlich schon da. Also Männer, großes Lob an euch, dass wir heute, nee, ihr habt schon gesehen, heute war anspruchsvollstes Fahren. Fahrt da in die Garage rein, ein bisschen aufteilen, wer unter die Garage will, kann hier reinfahren. Hallo, Captain Kirk, servus, wie geht's dir? Wunderbar, die Zyklonen haben wir in die Flucht geschlagen. Ja. Gewonnen, gewonnen. Hallo, gut schaust du aus, genau meine Farbe. So mag ich dich. So, diesmal ist unser Zimmer im dritten Stock die Nummer 2. Und so sieht es hier aus. Ich darf heute mal hier schlafen. Das habe ich mit dem Andi so abgeklärt, weil der hatte neulich in dem Superhotel auch auf der Liege schlafen müssen. Und schaut mal, das ist der Blick. Und dann sage ich mal, hey, cool. Hi. Zum Wohl. Zum Wohl. So, hier wird jetzt geairdroppt. Ich bin ja da raus. Ich werde nämlich nur Android. Und wir werden jetzt gleich hier in wenigen Minuten anfangen mit einem leckeren Abendessen. Das haben wir uns verdient. Und lass uns jetzt mal überraschen. Guten Appetit. Das sieht gut aus.
gucken wir mal beim Buffet, was hier los ist. Ah ja, das ist hier unsere Ecke. Oh, die alte Frau Heute am 24. Juli, der letzte Tag unserer Valentin-Tour 1 in diesem Jahr. Und wir hatten ein tolles Hotel und befinden uns jetzt auf der Route Richtung Großglockner. Wir sind bei 19 Grad jetzt aktuell. Ah, schaut mal dort. Da ist der Gletscher. Da ist der See. Und da ist unser Ziel. So, und Action! Doch, wie auf der Perlenschnur. Schaut, da sind sie alle. Klasse. Ah, und der Blick da hinten zu dem Schnee. Klasse. Wir sind hier an der Gletscherbahn, sehe ich da in dem Schild. Aha. Riesengebäude und hier parken wir jetzt ein. Suchen wir uns einen Parkplatz vor. Machen wir hier erstmal einen Stopp. Oben, auf dem Berg. Habt ihr mal geguckt, wie hoch das hier liegt auf der Franz-Josefs-Höhe? Leider nicht. Ja, da hinten steht ein Schild. 3798 Meter. Aber das ist dann ganz da oben, oder? Ja, das ist die höchste Stelle. Ist das nicht irre? Da laufen wir jetzt hin, habe ich gehört. Ja? Genau, du genießt erstmal die frische Luft hier oben. Aha. Kommt auf ein Board. Euer Captain Schettino lädt euch ein. Kommt. Kommt, ich spring zuerst. Wir saßen vor Madagaskar und hatten die Pest an Bord. So, so sieht Walle ohne Haare aus. Jetzt weißt du ja, dass du es nicht veröffentlichen darfst. Ja, natürlich. Ist das nicht schön, der Blick? Das ist der Gletscher, der in 20 Jahren nicht mehr ist, guck. Meinst du? Ja. Ich geb ihm 10. Der Großdoktor-Gletscher, die passt Herze. Und wie ihr seht, ist da nicht mehr viel übrig. Und wenn wir weiter so viel Sprit vergeuden auf dem Motorrad, ist das Ding in 20 Jahren gelutscht, auf Deutsch gesagt. Deshalb fahrt endlich eh. Habe ich das gesagt? Leute, hinter euch der Großglockner. Seid ihr gut drauf, dass wir den Berg fast für uns alleine haben? Ja! Sehr gut, sehr gut. So, und hier oben sieht man jetzt die Edelweißspitze. Hier wieder das Räumgerät. Ah, toll hier. Also hier kannst du auch an jeder Ecke anhalten. Da oben müssen wir rauf. Ja. Wir fahren jetzt noch auf die Edelweißspitze und gucken, da oben müssen wir wahrscheinlich nicht parken. Ja, klar. Okay.
Wow, ist das schön. Ist das schön hier. Oh, herrlich. Wow, schaut mal da runter. Ist das nicht geil? Na, ich denke mir manchmal bei diesem. Auf wie viel? Ich weiß es schon mal nicht. 2,6, 2,7. Was bist du denn so wieder außer Atem? Jetzt mach mal, warte mal, lass mal die Kamera laufen. Jetzt filmen wir uns mal zusammen. Wie läuft es denn überhaupt? Nicht, dass wir schon wieder eine Viertelstunde Take machen und es nicht läuft. Liebe Leute, die jetzt immer noch zuschauen bei diesem Video, es war ein bisschen langatmig, obwohl er immer so kurzatmig ist. Deswegen gebt ihm trotzdem einen Daumen nach oben, denkt dran, den Kanal zu abonnieren und schreibt einen Kommentar hier unter das Video. Er wird sich freuen. Er zittert schon. Ja, vielen Dank für die Werbung und vielen Dank für die Show hier oben mit euch allen. Und ihr bisher Sonnenfahrt. Der Sonnenschein ist doch da. Ja. Ja, jetzt haben wir eine halbe Stunde lang Fotos gemacht, ohne Ende, musste von allen Stellungen eins schießen. Wir wollen uns diesmal nicht verstecken. Ja, zum Wohl. Wie schmeckt das Bier? Der Apfelsaft. So, wir haben 16.25 Uhr und wir sehen vor uns den Tegernsee. Ja, das war schön. Über den Tatzelwurm, Sudelfeld und jetzt ganz gemütlich zurück zum Tegernsee bei 28 Grad. Yeah, yeah, yeah! Yeah, yeah! What up? Willkommen hier oben am Hotspot der sogenannten Sudelfeld-Superstraße. Das ist die Applauskurve, ist das richtig? Wie nennt sich das Hausel hier? Der Schnaufelwirt. Der Schnaufelwirt, ja. Hier muss man verschnaufeln. Ach so, schaufeln. Schnaufer. Wie jetzt? Ach so. Schnaufer. Für die Radfahrer aber eigentlich, ne? So ist das gedacht. Thank you.
Also hier ist ganz schön was los. Mich stresst das hier total mit euch. Und das Spiel ist vorbei. Gruppe 3 hat das Ziel erreicht. Herzlich willkommen in Garmisch. Ich bedanke mich bei allen von euch, die jetzt noch hier stehen. Die anderen sind ja schon ein bisschen weiter. Manche haben sich auch schon verabschiedet. Ursula ist gerade eben heimgefahren. Und bedanke mich bei euch für die Buchung, für das einige von euch zum zweiten, zum dritten, vierten Mal dabei waren. Andere vielleicht nochmal irgendwann Wiederholungstäter werden. Auch natürlich für alle Erstlinge, die dabei waren. Hat mich sehr, sehr gefreut. Es war eine außergewöhnliche Gruppe.